Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ja, jetzt stehen wir hier in der Ginnkammer und vorher, bevor wir da wirklich richtig reingehen, machen wir einmal heile, heile. Und heile, heile Nummer 2. Dass sich beide Pokémon wieder erholen. Und dann aktivieren wir den Sockel. Setzen da die Genplatte ein. Wunderbar, der Sockel beginnt zu leuchten. Oder auch nicht. Wie immer. Und dann stehen wir hier vor Mewtwo. Mit Mewtwo gehe ich genauso vor wie eben mit Lugia. Habe ich beschlossen. Also speichern. Keine dummen Sachen machen. So. Und dann jetzt einmal auf in den Kampf. Genau. Mewtwo. Okay, dann wollen wir doch mal. Gegen dich einmal ankämpfen, dich einmal paralysieren, Anspannung, ja, ich krieg keine Bären runter. Alles klar, Bedroher, dein direkter Angriff ist gesenkt. Schauen wir mal, ne? Funkensprung, Knirscher ist sehr effektiv, machst Weißnebel. Was macht der Weißnebel? Hab ich vergessen. Noch einmal, Mewtwo ist Krafttausch, oh, weiß nicht, ob das gut ist. Nein, sogar sehr gut. Ist sogar ja, deutlich besser. Das war Runde 2. Das heißt, ich probiere einfach mal den Hyperball zu schmeißen. Mal schauen, ob es klappt und nicht. Schutztausch. Speziell für der Ding getauscht. Also zwei Attacken sind solche Tauschattacken. Das ist ja wirklich sehr großartig. Naja. Schauen wir mal, ob das Ganze genauso klappt. Psychokinese. Sieht einiges. Okay. Machen wir einfach mal weiter. Machen wir einfach mal weiter. Und war einmal. Einmal gewackelt, nicht geklickt. Du willst jetzt also die ganze Zeit den Krams hin und her tauschen. Der Weißnebel, der schützt, glaube ich, vor Statusveränderungen oder sowas, ne? Dass ich das Pokémon gar nicht paralysieren hätte können. Ich glaube, so eine Geschichte war das. Greifst du eigentlich gar. Doch, du hast auch eben angegriffen. Okay. Dreimal waren es ja schon mal, ne? Kräfte tauschen, wieder einmal. Wird alles hin und her getauscht. Okay, geht's gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Hinsicht wem jetzt was gehört oder was jetzt das originale Gedöns ist davon. Oder welches nicht, ne? Aber das macht ja nichts. Wenn ich jetzt nochmal vorsichtig vielleicht einen Wortwechsel mache, ich weiß gar nicht, war das gerade so eine gute Idee? Psychokinese, machst du mich sowieso jetzt fertig, alles klar. Dann müssen wir auch so woanders hin tauschen. Dann mach eben nicht jetzt wieder Sirtoxa vorne und versuche dich einzuschläfern. So, nur ein kleines bisschen was. Zum Einschlafen machen wir das nur, ne? Jetzt tauschen. Ich meine, du schläfst jetzt. Das heißt, dann können wir auch einen Hyperball schmeißen. So, 2, 3. Ach komm schon. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Und noch einen. Und noch einen. Ein paar noch. Wollen wir mal schauen, ne? Schlaf weiter. Sehr schön.
habe auch hier wirklich nur Attacken, die ich, mit denen ich glaube ich wahrscheinlich Mewtwo auch zu der Schaden zufügen würde. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oder ist er sie einfach fangen? Na komm, es soll ja nicht jedes Mal so schwierig sein, oder? 7 Neustarts brauchen ungefähr. So, wunderschön. Wunderbar. Mewtwo hat einen Pokédex-Eintrag angelegt bekommen. Es entstand durch eine Neuanordnung von Mews Genen und soll das grausamste Herz aller Pokémon besitzen. Muss man so oder so sehen, ne? Wenn der Anime gesehen hat. Gesehen hat. Ich habe ihn gesehen, den Anime. Wer die, ja, den Anime, die Pokémon-Filme gesehen hat, der wird von dieser Zweisamkeit. Also, es mag grausam zum Menschen sein, aber irgendwie am Ende vielleicht auch doch nicht. Naja. Okay. Aber wir haben Mewtwo gefangen. Das ist ja sehr schön und das ging ja doch schneller als erwartet. Und dann werde ich wohl tatsächlich doch nochmal die heutige Zeit nutzen für diesen Part. Ich habe schon im letzten Part drüber gesprochen. Es fehlt noch Turbuts. Turbuts fehlt noch. Also wenn wir jetzt auch Turbuts einmal fangen. Ja, theoretisch sollten wir den ja jetzt antreffen. So, erstmal hier. Ja. Du gibst mir noch die Statuen. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Jetzt würde ich dir auch alle am Ende geben können oder so. Als fette Belohnung. Ich weiß es nicht. Gut. Dann fliegen wir einmal. Ja, wieder wie immer Waldeburg und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das heißt, da sind wir jetzt hier wieder in der Höhle. Mal schauen. Tatsächlich ist es wieder da. Es ist wieder da. Auch hier speichern wir einmal vorher. Ich will es nicht besiegen. Es ist nur Level 50. Also schön schwach noch verhältnismäßig. Mal schauen, ne? Momentan habe ich noch vorne. Torben. Torben ist da vorne. Aber schauen wir doch mal, ne? Dass wir das vielleicht hinkriegen mit dir. Dich nicht zu besiegen. Aber Bedrohung. Das ist aber ein spezielles Pokémon, glaube ich, gewesen. Ich glaube, wir probieren es aber trotzdem einfach mal. Just for fun mit einem Flopball. In dem Fall. Weil jetzt sind wir auch ein paar Level drüber. Ah, das war schon mal ein Schuss in den Ofen. So, Sondersensor. In Ordnung. Da machen wir einfach nur Funkensprung. Hoffen, dass wir die auch paralysieren. Okay. Das war gerade irgendwie merkwürdig mit den Laufen, aber okay. So, ich habe jetzt einfach mal Seedy nach vorne gepackt, weil Seedy derzeit das schwächste Pokémon im Team ist. Mal gucken, es sind zwar auch nur 18 Level drüber, aber ja. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich gleich ein Pokémon mit einer nicht sehr effektiven Attacke gegenüber von Turbuts habe. Aber hier ist nämlich auch alles erstmal normal effektiv. Kann ich jetzt auch einfach so direkt nachgucken? Ja, tatsächlich sehr effektiv. Nicht sehr effektiv, auch Sphäre wäre es. Aber sonst habe ich nur effektive Attacken. Ich meine, Rasierblatt ist eine schwächere Attacke. Wäre noch ein Versuch wert. Vielleicht, wenn das vielleicht damit nicht schaffbar wäre. Body Slam paralysiert eventuell. Du machst Sondersensor. Gut. Aber auch da machst du relativ was im Well. Reingeschmiert. Ja, okay. Spezialfeldangriff steigern. War nur die Hälfte und es ist paralysiert. Okay, das wollte ich ja doch haben. Dann lieber mal. Let's have a try. Okay. Ich meine, das ist jetzt auch wirklich nur bei der Hälfte. Und der einzige Versuch, den ich vielleicht noch hätte, ist wirklich mit den anderen Attacken hier das Pokémon noch ein bisschen weiter runterzuziehen, dass es noch schwächer wäre. Aber so mit einem Rasierblatt oder sowas halt, ne? So ganz vorsichtig. Aber hat eine hohe Volltrefferquote. Aber das war schon so wirklich zu viel des Guten. Okay, das läuft immer wieder so komisch, wenn ich
es anspreche. Gut, ich habe jetzt tatsächlich einfach mal Sir Toxa nach vorne getan. Ich werde mal schauen, wie viel überhaupt die Rasierblätter machen. Wenn man da überhaupt irgendwas macht. Was erstmal Sonder sein soll, ist sehr effektiv auf uns. Zieht auch einiges. Das zieht mehr als das andere eben, okay. Deswegen, das war dann keine so gute Idee. Finsterball kann ich werfen. Finsterball, es ist dunkel. Wir sind in einer Höhle. Wir sind definitiv in einer Höhle. Ja. Dann wollen wir das Ganze mal so machen. Begrenzer. Achso, das war die Geschichte. All die Attacken begrenzen, die es selbst besitzt. Entschuldigung, hab keine. Okay, durch die doppelte Ausführung wird das auch nicht besser. Aber ist erstmal schön. Warum schläfere ich das denn nicht ein? Warum schläfere ich das denn nicht ein? Schlaf ein! Ich meine, du warst sowieso Begrenzer. Well. Okay. Schlafpuder wirst du nicht haben. Achso, das war jetzt auf uns. Hä, ich dachte, hä? Jetzt war ich ganz kurz verwirrt, weil ich. Dennis, seine Switch-Sports-Meldung, die hat mich verwirrt. Die hat mich ein wenig verwirrt. Okay. So, gegen Rafe hast du nichts in der Hand. Denke ich mal. Und wir haben weiterhin die Finsterbälle. Du befreist dich weiterhin. Ich werde nicht angreifen, keine Sorge. Echt keine Sorge an der Stelle. Oh, komm schon. Kann sich ja jetzt einfach mal so fangen lassen, ne? Einfach so. Keine Wirkung, keine Wirkung, keine Wirkung. Siehst du wohl. Das wollte ich doch haben. Torwurz ist gefangen. Und ja, wir können jetzt in Ruhe die Sache machen. So, Level 86. Eintrag im Pokédex. Ja. Und das, ja, man vermutet, dass Selfe, Vesprit und Torwurz alle demselben Ei entsprungen seien. Okay. Demselben Ei. Denselben Ei. Also, Drillinge. Dreieige. Also, ja. Weil sie alle drei ja unterschiedlich sind. Naja, okay. So kann man sich das Ganze auch zurecht interpretieren. Und ja, dann war es tatsächlich aber schon gewesen für den heutigen Part. Und im nächsten Part werden wir uns der Zerrplatte widmen. Und ja, das wird ein etwas anderer Kampf. Ich glaube, das Pokémon, soweit ich jetzt informiert bin, kann man nämlich nicht fangen. Aber Profilen voraus. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.